Hallo und herzlich willkommen zurück bei Autowerkstatt Simulator 2015. Ja, das Telefon klingelt, weil ich schon zwei Bestellungen angenommen habe und wir werden hier ganz souverän und ganz normal natürlich ein Let's Play draus machen aus zwei Autos. Mal gucken, wie lange das dauert und ich werde alles in diesem Video drauf lassen. Ich weiß, ihr seid es gewöhnt, wenn ich ein paar Sachen überspringe, aber in diesem Fall möchte ich dieses Spiel ein bisschen langsamer angehen und mit euch diese zwei Autos hier fertig machen. So, dann schauen wir uns mal diesen Piccolo, Rico Piccolo oder wie das heißt, Rino Piccolo, Entschuldigung, Piccolo. Da sind natürlich Bremsprobleme und finde und repariere Betriebsprobleme. Wir müssen erstmal ABS-Modul, bremsbelege Bremssattel und so weiter holen. Ich werde mal kurz mal was machen, nicht erschrecken, wenn der Sound jetzt weg ist. Entschuldigt bitte. Ich weiß, hätte ich eigentlich vorher machen müssen, aber ist nicht so schlimm. Somit habe ich dann das sofort auf dem Bildschirm, um nach Autoteile zu suchen. Also wir brauchen ein ABS-Modul, ne? Ein ABS-Modul, genau. Und dann brauchen wir noch zwei Bremsbelege. Bremsbelege 1, 2 und Bremssattel 1, 2. So, innenbelüftete Bremsscheibe einmal, genau. So, dann werden wir uns dieses Auto hier mal anschauen. Aber bevor ich mir diesen hier anschaue, werden wir erstmal eine Runde fahren mit ihm. Eine Runde fahren und zwar hier. Hier, ne? Genau. Teststrecke, alte Fabrik. Gibt es noch eine andere Teststrecke? Ich glaube, was denn? Da unten ist was, ne? Seht ihr das auch? Ach so, Nutzermods. Nee, das will ich nicht. Okay, mit Reno Piccolo. Ich sollte mit den anderen auch mal fahren. Ja, wir wird geladen, Ladebildschirm. Das ist schön. So, da fahren wir mal erstmal los. Diese Teststrecke. Weil dadurch wird nämlich Beschleunigung beobachtet. Slalom bedeutet Schwingungen. Und Federungstest, da fahren wir über etwas, was die Federn testet. Wow, das Slalom lief sehr super. Genauso sollte man fahren, wenn man auf der Straße ist. Oder in den Gassen rumfährt. Einfach mal irgendwo reinknallen. Und das Auto bleibt heile. Aus Wunderwerken. So, Federungstest kommt jetzt genau über die Dinger hier. Wackel, wackel, wackel. Und jetzt kommt zum Schluss Bremstest. Da muss man ungefähr wissen, ab wann man bremsen sollte mit dem Auto. Aber das kommt der Laufe der Spielzeit alles. Gar kein Problem. Okay, sieht gut aus. Kupplungsscheibe fehlt. Wir brauchen eine Kupplungsscheibe. Alles klar. Das machen wir natürlich. Mache ich mit dem anderen Auto dann später. Erstmal hier im Computer gucken. Was war das jetzt? Verdammte Axt. Scheibe? Ah, nein. Ich hab's vergessen. Sag mal, war ja deaktiviert. Huch. Mein Mikro meine ich. War jetzt die ganze Folge meine Gespräche nicht mehr drinne? Hä? Oh, bitte mach keinen Scheiß. Ich will nicht schon wieder von vorne anfangen. Muss ich dann Ende der Folge mal nachschauen. Ein bisschen unangenehm. Aber nur ein bisschen. Ich hoffe, die Gespräche sind drinne, die ich geführt habe hier mit euch. Ich hoffe, es ist alles drauf. So,
Zack, zack. Ist glaube ich alles dran, ne? Bis da oben. Also unten muss ich nicht mehr ran. Jetzt muss ich hier oben ran. Okay. Dann mache ich mal alles wieder zusammen. Man muss ja pixelgenau hier anklicken alles. Ja. So. Müsste eigentlich alles an seinem Platz sein. Yep. Fertig. So, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Auto-Werkstatt-Simulator 2015 mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.